Die wirtschaftliche Lage des VW-Konzerns ist alarmierend. Das sagt VW-Chef Oliver Blume in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Nach einer turbulenten Betriebsversammlung in dieser Woche in Wolfsburg unterstreicht Blume nun, die gesamte europäische Autoindustrie befinde sich in einer noch nie dagewesenen Krise. Grund für die Misere seien sinkende Absatzzahlen und die asiatische Konkurrenz, die auf den europäischen Markt dränge. Der VW-Konzern will mit Entlassungen und möglichen Werksschließungen 5 Milliarden Euro einsparen. Laut SPD-Chefin Esken ist der Bund nicht bereit, den Konzern finanziell zu unterstützen.